Herzlich willkommen bei Slevin Stream Sport. Wir spielen F1 23 und zwar den Story-Modus, der so wahnsinnig gut sein soll. Bis jetzt finde ich ihn ganz nett. Schauen wir mal, ob sich der noch steigern kann. Auf jeden Fall sind wir im dritten Kapitel angekommen. Jede Episode hier auf Slevin Stream Sport wird einem Kapitel entsprechen. Mehr als die Hälfte der Saison 2022 ist nun vorbei und das Team von Cornersport hat mehr als nur ein paar Anlaufschwierigkeiten hinter sich. Nun wollen Aiden Jackson und das Team von Cornersport allen Skeptikern zeigen, dass sie im Unrecht sind und vor der Sommerpause ein starkes Zeichen setzen. Ich werde jetzt nicht nochmal darauf eingehen, wer ist Aiden Jackson, das sind wir, und wer ist Devin Butler, das ist unser Feind und Teamkollege. Sondern, wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr einfach von vorne anfangen. Das ist die dritte Ausgabe. Fangt also bei der ersten einfach an. Hey, du, kannst du die Lampe ein klein wenig anwinkeln? Ja. Ausgezeichnet. Ein Butler sollte immer gut aussehen. Also. Ach Gott. Der Saison 22 wurde Ihnen klar, dass es im Team Probleme gab. Oh, direkt nach dem Grand Prix von Ungarn. Ich kümmere mich zwar nur ums Geld, aber da war selbst mir dann klar. Ein einziges Durcheinander. Und schon wieder rivalisieren sich Jackson und Butler von Cornersport auf der Strecke. Es sieht so aus. Ja, jetzt müssen wir hier gucken. Kleinen Augenblick, Stefan. Okay, Devin. Aiden ist schneller als du. Lass ihn jetzt bitte vorbei. Devin, hast du verstanden? Hör zu, du musst Aiden vorbeilassen, okay? Butler ignoriert die Anweisung gerade komplett, als hätte er sie einfach nicht gehört. Ja, sieht fast so aus. Und wie wir sehen, kommt Jackson hier auf gar keinen Fall vorbei. Er lässt ihm keine Chance und so geht diese Cornersport-Rivalität auch hier in Ungarn munter weiter. Ja, ich sehe es kommen. Überhole Butler vor Runde 14. Geil. Das ist ja geil. Oh. Bin ich direkt hinten reingefahren im Arsch. Okay, das könnte jetzt eine schwierige Mission werden, weil der wird uns nicht vorbeilassen. Und ich habe wieder mal natürlich nicht üben können, weil ich ja nicht wusste, welche Strecke dran kommt. Uiuiuiui. Das ist wirklich, das macht dieses Racing in diesem Story-Modus wirklich geil, weil man nicht weiß, welche Strecke dran kommt. Und plötzlich wird man ins kalte Wasser geschmissen und das heißt, dort, du hast zwei Runden Zeit, du musst den überholen. Bei Ungarn ist immerhin noch machbar, da kenne ich die Strecke einigermaßen. Aber wenn jetzt irgendein anderer Grand Prix kommt, den ich noch nie gefahren bin oder selten gefahren bin oder nicht leiden kann, dann wird es schwierig. Also wenn wir irgendwann in Saudi-Arabien sind, wobei das ist Saisonbeginn, das wird jetzt nicht mehr passieren. Oh nee, es beginnt ja wahrscheinlich die nächste Saison irgendwann. 7,1 Sekunden. Ich überhole den jetzt einfach. So. Also ich habe den jetzt überholt. Komm in den Top 10 ins Ziel, wäre ein Bonus. Ah, okay, ich kann jetzt noch ein Bonusziel erreichen. Okay, also Breaking Point 2 ist natürlich deutlich besser als Breaking Point 1, das muss man ganz klar sagen. Man bekommt jetzt noch ein Bonusziel, das heißt, es ist jetzt nicht einfach fertig und der Rest, den ich jetzt hier erfahre, ist für den Arsch, sondern alles, was ich hier jetzt noch leisten kann, bringt mir letztendlich was. Und das ist auf jeden Fall gut für die Motivation. So, Platz 10 wird Bonuspunkte geben. Und auch Punkte natürlich in der Fahrer-WM und Konstrukteurs-WM fürs Team. Aber der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Gut, immerhin sind es einige, die ich direkt sehen kann, aber ich bin 15. Also Punkte holen, auf Platz 10 fahren noch, ist, finde ich, jetzt schon eine Herausforderung. Aber es sind einige Runden, also wir sind in Runde 13 von 18, wir haben also 5 Runden noch. Eieieiei. 5 Runden noch Zeit, da vorne ranzufahren. Wen sehe ich denn da vorne alles? Das sind einige Autos, also das könnte auch schon der 10. sein, den ich sehen kann, oder?
Von daher ist das, glaube ich, machbar. Auch für mich, der jetzt hier Ungarn schon lange nicht mehr gefahren ist. Bestimmt ein Jahr her, dass ich Ungarn gefahren bin. Eieieiei. Das Butler wieder im Windschatten. Schaltet das mal an. Ich fahre aber auch in den Müll zusammen gerade. So, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen. Dass ich da wieder rank. Die zwei da vorne bekriegen sich aber auch schön. Albon und Vettel. Vettel? Wieso fährt hier Vettel im... Ach, spiele ich die Saison 22? Darauf habe ich jetzt noch gar nicht geachtet. Spiele ich 22? Ja, wahrscheinlich. Deswegen ist Vettel da. Ah ja, und Alonso war im Renault. Also im Alpine, oder? Das heißt, ich spiele hier aktuell die Saison 22. Ja, klar. Ja, ja, dann wird 23 auch noch gespielt, die Saison. Das wird das Ding sein. Da werden noch einige Strecken kommen. Okay. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, das haben wir schon mal gut gemacht und direkt abgehängt. Butler sind wir jetzt auch definitiv los, der wird da nicht mehr kommen. Und wir sind dabei, vielleicht in die Punkte zu fahren. Das wäre natürlich nice, wenn wir jetzt hier noch ein paar Bonuspunkte kriegen könnten. Und wir haben vorher ja gesehen, bevor wir jetzt hier eingestiegen sind ins Rennen, haben wir ja den Papa von Butler gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass es sein Papa ist. Der ist nämlich genau gleich arrogant. Und unsympathisch, unfassbar unsympathisch. Also wie unsympathisch können Menschen eigentlich sein? Die Butlers haben sie auf jeden Fall auf die Spitze getrieben. Abstand zum vorausfahrenden Auto, 2,0 Sekunden. So, zwei sehe ich direkt vor mir. Mal schauen, wo der nächste ist. Das wäre nämlich nur Platz 12, also Platz 11. Also Platz 10 sehe ich aktuell noch nicht. Könnte schwierig werden. Aber ich hänge die hinter mir auf jeden Fall ab, also das, was ich hier erarbeite, sollte sicher sein, wenn ich nicht einen großen Unfall baue. Ocon und Ricciardo haben wir jetzt. Okay, ja, das ist die 22er Saison, da fährt Ricciardo im McLaren. So, jetzt mal schauen, dass wir da rankommen. Es läuft soweit ganz gut. Platz 10 sehen wir da vorne jetzt auch. Okay, also der ist nicht komplett weit weg. Das sollte was machbar sein. So, die zwei müssen wir jetzt mal trennen voneinander. Das haben wir geschafft. Hat natürlich Zeit gekostet, das ist klar. So ein Überholmanöver kostet immer Zeit, wenn man es ein bisschen aggressiv macht. Aber jetzt haben wir die getrennt und jetzt können wir hier den Ricciardo angehen. Demnächst, vielleicht bei Startziel, wenn wir bis dahin nah rankommen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann haben wir Chancen, noch Punkte zu holen, auf jeden Fall, da vorne ist der 10. Uiuiui, da rutscht man wirklich fast immer. So, den kriegen wir auf jeden Fall jetzt, wir beschleunigen da raus. Der wird keine Chance haben gegen uns, wir haben DRS. Er hat kein DRS und damit kassieren wir ihn ein. So, da ist jetzt auch noch jemand aus der Box rausgekommen. Wir sind jetzt 11. Und wir sehen zwei Autos direkt vor uns. Das ist Leclerc und Alonso. Also Alonso ist das große Ziel, das wäre Platz 10. Leclerc wird für uns wahrscheinlich nicht machbar sein im Ferrari. Der wird jetzt da, wenn er die Reifen dann warm hat, nach der Box, dann wird er da auch davon zischen. Aber da sehen wir einige vorne. Und kaum haben wir frei Bahn, fahren wir hier Sektor-Bestzeit. Also den Alonso, den werden wir auch gleich kassieren. Das läuft doch sehr, sehr gut. Also, obwohl ich die Strecke so lange nicht mehr gefahren bin, komme ich bis auf manche Kurven schon noch relativ gut damit klar. Ich muss auch sagen, F1 23 habe ich jetzt erst seit 3 Tagen. Also, ich bin auch noch nicht so mit dem Game warm. Aber ich muss sagen, es gefällt mir deutlich besser als Formel 1 22 und Formel 1 21. Da haben sie auf jeden Fall einen Sprung nach vorne gemacht. Auch wenn es vielleicht jetzt für Außenstehende gar nicht so gut ersichtlich ist, das Fahrgefühl ist deutlich besser. Das muss man auf jeden Fall sagen.
Und ich finde auch den Sound und das Ganze drumherum irgendwie, es wirkt stimmiger. Ich kann es nicht genau begründen, aber auf jeden Fall ist es besser und besserer Sprung als die Versionen davor waren. Das definitiv. Nehmen wir einfach an, dass der Sensor kaputt ist. Das sollte nichts Ernstes sein. So, der will hier nicht nachgeben. Ich muss ihm ein bisschen Platz lassen. Aber eigentlich muss er doch jetzt danach geben. So, jetzt haben wir ihn. So, damit hätten wir jetzt die Zielposition einkassiert. Aber wir geben natürlich nicht auf. Wir haben noch zwei Runden zu fahren. Oh, da ist aber viel los da vorne. Da ist Magnussen sehr, sehr langsam vor uns. Oh Gott, jetzt bin ich auf die Curbs drauf gefahren. Der Magnussen da vorne im Haas, den müssen wir auf jeden Fall auch noch kriegen. Top 8. Und die schnellste Rennrunde wäre jetzt nochmal ein weiteres Bonusziel. Gut, das werde ich beides nicht schaffen. Da gehe ich nicht von aus. Dafür bin ich nicht trainiert genug aktuell mit dem Spiel und der Strecke. Wichtig ist, dass wir Punkte holen. Das schaffen wir. Und den Magnussen kriegen wir definitiv auch noch. Da reicht uns eine Runde. Und wer ist das vor Leclerc, der da so langsam fährt? Vielleicht bremst uns der Leclerc auch noch. Vielleicht kommen wir da doch noch auf Platz 8. Das wäre natürlich richtig geil. So, Magnussen will ich auf jeden Fall jetzt direkt kassieren. Okay, da das vorher nicht so gut geklappt hat, möchte ich jetzt gern wieder in der Innenbahn überholen. So, das ist Norris. Gut, Leclerc ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir noch Norris kriegen. Dann hätten wir Platz 8 und das nächste Bonusziel auch schon erreicht. Der fährt aber auch langsam hier. Meine Güte. Gut, dann holen wir ihn gleich hier. Das war nicht geplant, aber der fährt da so langsam, dann kassieren wir den doch auch noch ein. So, gibt es jetzt nochmal ein Bonusziel? Wahrscheinlich nicht. Ja, schnellste Rennrunde halt. Ja gut, das ist gekoppelt mit Platz 8. Das schaffen wir nicht mehr. Ja gut, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das dann in den Sequenzen mit berücksichtigt wird, dass ich hier nicht nur Butler überholt und geschlagen habe, sondern dass ich hier auch Platz 8 noch eingefahren habe. Also von Platz 15 auf 8 vor. Halte den Abstand nach vorne im Auge. 2,2 Sekunden. Ja, mehr schaffen wir nicht mehr, da kommen wir nicht mehr ran. Aber auf jeden Fall ein erfolgreiches Rennen für uns. So, da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Also Stefan, wen sollten wir heute noch erwähnen? Da gibt es einige, aber beginnen wir mal mit Aiden Jackson. Ja, Jackson hatte echt ein gutes Rennen. Wir wissen alle, dass Konnersport in dieser Saison Probleme hatte. Jackson hat sich trotz der Auseinandersetzungen mit seinem Teamkollegen gut geschlagen. Ja, die beiden sind schon so oft aneinander geraten, schon bevor sie Teamkollegen wurden. Eine faszinierende Rivalität, aber heute konnte Konnersport trotzdem einige dringend benötigte Punkte einfahren. Ja, sie berücksichtigen es sehr gut. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer... Ja, immerhin berücksichtigen es ist, dass wir einige Punkte geholt haben. Das ist doch schon mal cool. Ist also nicht umsonst, dass man die Sachen hier erreicht. Das war ein gutes Rennen heute, Aiden. Aber wir alle fragen uns, was mit Devin los war. Hat er wirklich eine direkte Teamorder ignoriert? Boah, ich hasse es, Interviews zu führen. In Sportspielen. Naja, das war nicht in Ordnung. Aber was haben sie erwartet? Level 2. Solche Dinge passieren. Keine Ahnung, das muss Devin selbst beantworten. Nö, das rechts will ich sagen. Kann ich das? Ja. Das war nicht in Ordnung. Er muss sich wirklich zusammenreißen. Er ist nicht der einzige Fahrer und das Team hat sicher einiges dazu zu sagen. Er hat Ihnen heute auf jeden Fall einige Schwierigkeiten bereitet. Was würden Sie nach dem heutigen Vorfall und der Sache in Kanada den Leuten sagen, die denken, dass die alte Jackson-Butler-Rivalität wieder aufliegt? Ja, also im Normalfall ist das wahrscheinlich die richtige Antwort, dass man es ein bisschen runterspielt. Ansonsten, das ist auch ein bisschen, naja, das wäre natürlich das Beste für Konnersport. Ich sag das jetzt einfach mal. Was liegt in der
was auf der Strecke passiert, liegt es daran, dass wir beide versuchen, Connorsport zum Erfolg zu führen. Da tritt man sich schon mal gegenseitig auf die Zähne. Von den Problemen mit Devon einmal abgesehen, wie lief es Ihrer Meinung nach heute da draußen? Glauben Sie, dass das Team mit Ihrer Leistung zufrieden ist? Ja, also ich bin schon zufrieden, also ganz ehrlich. Ja, ich denke, ich habe getan, was ich konnte. Das Auto hat gut performt und ich habe eine gute Leistung gezeigt. Abgesehen von allen anderen Problemen kann das Team zufrieden sein. Sie haben das Auto erwähnt. Connorsport hatte in dieser Saison einige Probleme. Sind die mittlerweile gelöst? Level 3. Habe ich schon Level 3 oder was bedeutet das? Ich klicke da mal drauf. Heute lief's gut und es gab keine technischen Schwierigkeiten. Es ist hart, wenn man sein Bestes gibt und dann vom Fahrzeug ausgebremst wird. Das Team hat das Problem jetzt wohl im Griff. Wir werden sehen, was in den nächsten Rennen passiert. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Ja, was bedeutet das, wenn da Level 3 steht? Brauche ich Level 3, um das zu antworten, oder komme ich ins dritte Level, wenn ich das klicke? Das ist die Frage. Aber egal. Nach dem Rennen. Trotz Devons mangelnder Kooperation während des Rennens gelingt es Aiden, seinen Connorsport-Teamkollegen zu überholen und Punkte für das Team auf dem Ungaroring zu sichern. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich 12. geworden wäre? Dann dürfte dort ja nicht stehen, dass ich Punkte geholt habe. Also das ist auf jeden Fall ein individueller Bildschirm. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, dass das umgesetzt wurde. Okay. Das überlasse ich ganz und gar dir. Devon, du hast dich heute nicht an die Teamorder gehalten. Das stimmt nicht. Wie bitte? Alle sagen, ich hätte sie ignoriert, aber das stimmt nicht. Ich habe keine Anweisung erhalten. Check den Funk. Wenn der Reiter nichts taugt, ist das Pferd schuld, was? Check den Teamfunk. Okay, wir überprüfen die Leitungen ASAP. Repariert das. Das darf nicht nochmal passieren. War ja klar. Aiden, hör zu. Was soll das bringen? So ist Devon einfach. Und dann? Macht's das besser? Er ist ein arrogantes... Nein, du hast ja nicht ganz Unrecht. Aber wenn wir ihm nicht ausreichend Spielraum lassen, wird er noch unberechenbarer. Ich als sein Vater weiß das. Aiden... Du bist der beste Fahrer, den wir haben. Und es ist richtig, dass du Devon in seine Schranken weist. Er braucht das. Das Team braucht das. Danke. Ganz unter uns, das hier ist nicht das Richtige für mich. Ich denke... Ganz ehrlich, du bist zu gut für uns. Und ich weiß, dass andere Teams schon Interesse an dir haben. Also mach bitte einfach weiter wie bisher. Klar. Tut mir leid, wenn ich mich im Ton vergriffen habe. Vor Devon. Kein Problem. Willst du wissen, wie du Devon zurechtweist? Wie denn? Besieg ihn. Okay. Okay. Also. Bevor wir uns dem hier widmen, muss ich ehrlich mal sagen... der Vater ist ja doch nicht so ein Arsch. Der Vater ist echt in Ordnung. So, jetzt geht's darum, welcher Fahrer im Film vertreten soll. Ja, welcher Fahrer soll jetzt das Team vertreten in diesem Werbefilm? Im Normalfall Aiden. Ja, komm, Aiden. Scheiß drauf. Man kann den Presse darauf angesprochen. Team Order. Vorsichtig. Die Teambuilding-Tage im Werk verliefen wie geplant. Wir haben einige sehr positive Rückmeldungen von den Teilnehmern erhalten. Im Internet gab es einige enttäuschte Kommentare darüber, dass die versprochene Besichtigung von Devon nicht stattgefunden hat. Aber das hat sich inzwischen gelegt. Ja. Gut. Ich meine, das ist nicht sein Team. Das gehört seinem Vater, nehme ich mal an. Also zumindest ist er Hauptsponsor, so wie es aussieht. Oder nicht Hauptsponsor. Der Connor-Typ ist der Chef, Andrea Connor. Und der Butler-Vater ist der größte Sponsor wahrscheinlich für ihn. Deswegen braucht der den Butler und der will natürlich seinen Sohn dort fahren lassen. Aber der hat jetzt den auch ganz schön zurechtgewiesen, muss ich sagen, indem er mit Aiden Jackson so cool umgeht. Also, der Vater ist tatsächlich ein relativ cooler Typ, muss ich sagen. So, wir gehen jetzt nochmal kurz die Nachrichten durch, was da steht. Neuigkeiten vom Ungaroring, gut, das brauchen wir nicht. Schnell. Lebiger Devon Butler. Alte Rivalitäten sind zurück. Oh, es gibt ein Telefon. Davidoff. Ich habe mit Aiden gesprochen. Und?
Keine Sorge, es sollte keine Probleme mehr geben. Was hast du gesagt? Das spielt keine Rolle. Wir haben uns geeinigt. Überlass Aiden von jetzt an einfach mir. Und was ist mit Devin? Was soll mit Devin sein? Wir beide wissen, dass es nicht am Team vorlag, oder? André, hör zu. Devin mag sein Glück von Zeit zu Zeit herausfordern, aber ich werde nicht zulassen, dass seine Integrität in Frage gestellt wird. Wenn er sagt, es war der Funk, dann weißt du, was zu tun ist, ja? Ja, natürlich. Ich lasse die Systeme nochmal prüfen. Ich bitte darum. Oder ist er doch ein Arsch, der Vater? Ist er doch ein Arsch? Hat er jetzt mit Aiden Jackson nur so geredet, weil er ihn beruhigen wollte und eigentlich denkt er, ist er voll für seinen Sohn? Wahrscheinlich schon. Boah, schwer zu sagen. Das Telefonat fand ich gerade wieder sehr unsympathisch, muss ich sagen. Aber gut, wir werden schon sehen, wie es weitergeht. Social Media, was schreiben die? Aiden Jackson spielt sein Rivalität mit Butler in seinem Interview nach dem Rennen herunter. Ja, stimmt, das habe ich gemacht. Das finde ich gut. So, E-Mails, gibt es da noch irgendwas? Das ist eigentlich alles relativ uninteressant. Update zum Teamfunk. Es gab keine Probleme mit dem Teamfunk. Okay. Ja gut, ich kann da leider nicht antworten oder jetzt was in die Wege leiten oder irgendwas. Auf jeden Fall ist klar, dass es nicht am Teamfunk lag, aber das wussten wir doch auch schon, oder? Gut, das war ein aufregendes Kapitel. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche geht's weiter. Schaltet wieder ein aufs Levin Stream Sport.